das mussten die Jünger lernen, wenn wir jetzt die Menschen ansprechen wollen. Wenn diese Botschaft bei ihnen ankommen soll, dann müssen wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Die Botschaft Jesu Christi. Und alles andere müssen wir weglassen, weil sonst fühlen die sich nicht angesprochen. Sie mussten akzeptieren, dass die die Beschneidung nicht brauchen. Denn Jesus wusste genau, wenn sie mit dem kommen, mit der Beschneidung, den Reinheitsgeboten, haben sie null Chance, dort anzukommen. Und das ist überhaupt nicht heilsrelevant. Die Apostel mussten sich auf das Wesentliche konzentrieren. Jesus Christus. Sonst wäre die Botschaft nur in Jerusalem geblieben. Das gilt auch für uns, liebe Geschwister. Wir sollen die Botschaft des Heils in Jesu Christi weitertragen. An alle Menschen. Das geht natürlich nur, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und alles, was mit unserer Person, mit unserer Geschichte, mit unserer Kultur zu tun hat, das ist schön, ganz recht, ganz in Ordnung, aber ist nicht heilsrelevant. Da müssen wir trennen. Was ist das Wesentliche und was ist jetzt für mich persönlich wichtig, aber gehört eigentlich nicht zum Heil? Wenn wir das an alle Menschen weitergeben wollen, müssen wir das richtig einstufen. Das ist nicht nur ein Vorteil für Sie, das ist auch ein Vorteil für uns, in Klammern angefügt, denn alles so, was traditionsbedingt ist, kulturbedingt ist, unsere Auffassungen, unsere Interpretationen, das kann sich ja ändern mit der Zeit. Und da wird der eine oder andere unsicher und sagt, ja, ist das doch meine Kirche? So manches hat sich geändert, aber wenn man genau guckt, das hat mit dem Heil gar nichts zu tun. Die Botschaft des Heils ist geblieben. Deshalb ist es wichtig, damit wir uns immer damit beschäftigen, was ist denn wichtig für das Heil? Und was ist nebensächlich? Ist doch ein Vorteil, wenn es darum geht, unseren Kindern, der nächsten Generation, die Botschaft weiterzutragen. Es geht ja nicht darum, dass wir sie zwingen wollen, sie müssen unbedingt so leben, wie wir leben. Es geht uns darum, dass sie Gott erleben können, wie wir ihn erleben können. Das ist uns das Wichtigste. Lasst uns das den Kindern weitergeben, was ihnen erlauben wird, in ihrer Zeit und in ihrem Leben Gott erleben zu können, wie wir ihn erleben. Das ist das Wichtigste.